Ja, da ackern sie, die kleinen Mannekes von der Feuerwehr. Ja, und hiermit zurück zum, ja, Feuerwehrsimulator hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, es ist Rescue 2013 Helden des Alltags hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zenges. Wunderbar, wie die hier ackern, meine Güte, wie die hier ackern, wie die hier ackern, wie die hier ackern. Ach du Scheiße. Und dazu... Wieso hört man hier eigentlich Tastaturgeklacker? Da ist doch niemand mehr. So, boah, das nervt aber. Gehen wir mal in Alarmbereitschaft. Leute. Boah, die werden richtig stark. Was hat denn eigentlich der Fitnessraum für? Jäger Fitnessfortschritt 60 von 150. Otto Fitnessfortschritt 10 von 50. Kurt Fitnessfortschritt 60 von 150. Also da müssen sie nur ordentlich ackern. Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal bis zum nächsten Einsatz hier so rumackern. Wie gesagt, ich... Alarm! Alarm! So, am 19. März ist mal wieder ein Einsatz. Es ist mal wieder ein Einsatz in der Vorweihnachtszeit. Wieso kriege ich denn jetzt nicht... Hallo? Oh, Arbeitsunfall. In der Vorweihnachtszeit. Na, das werden ja schöne Weihnachten mit ganz viel Schmerzensgeld. Naja. So, im Dorf hat sich ein Unfall zugetragen. Einige Dachdecker, okay, wow, das ist heftig, fielen von einem Gebäude, wohl aufgrund eines eingestürzten Gerüstes. Bei diesem Einsatz müssen sie schnelle medizinische Versorgung für mehrere Verletzte leisten. Schicken sie also einen Rettungswagen mit ihren besten Sanitätern. Ja, ich hätte jetzt auch beide sagen können, mit ihren beiden Sanitätern, weil wir haben sowieso nur zwei. Also, zum Ausrücken vorbereiten, nehmen wir natürlich nur den RTW diesmal. Weil mehr brauchen wir da, glaube ich, auch nicht. Wunderbar. Und da rücken sie aus. Da rücken sie aus. So. Du? Ja, verstanden. Du hast mich verstanden. Oh, die Armen. Oh, die Armen. Boah, die sind aber auch blöd gefallen. Naja, war jetzt, glaube ich, nicht ganz so hoch, oder? Kommt drauf an, wo sie waren. So, wir haben 3 Minuten 16 Zeit. Ganz schnell aussteigen. Du nimmst den Arztkoffer und gehst zu... Nein, stimmt gar nicht. Man muss die ja erst klassifizieren. Das hatte ich ja vollkommen vergessen. So, dann klassifizier du mal. Aber beeil dich damit bitte. Hab ich Schmerzen? Geht es Ihnen gut? Das deute ich als ja. Nee, so sind wir natürlich nicht. So, dann klassifizieren wir den auch mal. Hallo, du sollst nicht durch mit dem Motor, aber das mag der Motor nicht. Oh, da ist sogar so eine öffentliche Toilette. Die kenne ich irgendwie überwiegend aus Paris. Da sind die auch immer ziemlich schön. Oh, der ist ganz rot, der ist ganz rot. Haben wir noch einen Arztkoffer? Scheiße, wir haben noch... Nein. Das Problem wird sein, wir müssen noch einen anfordern. Nein, stopp, stopp, abbrechen, ich kann doch... Nein! Schon wieder sinnlos Kosten ausgegeben, wenn ich das ist. Schlimm ist das. Ich bin ein richtiger Lausebengel. Ach Gott, jetzt in 5 Sekunden kommt auch der. Dann kann ich gleich noch einen. Ich kann 50.000 von diesen bestellen. Echt. Ja, wunderbar. Ich hätte einen Notarzt vielleicht auch nur. Noch nicht mal den hätte ich. So, aber egal, jetzt haben wir noch einen RTW. Dann holen wir den RTW mal dran. Komm, sicher ist sicher. Ah, der muss ja erst das zurückbringen. Der kann das ja nicht einfach stehen lassen. Entschuldigung, wusste ich nicht, dass sie zu inkompetent sind. Jetzt laufen wir nicht schon wieder durch die Motorhaube, Leute. Ihr sollt mal aussteigen. Boah, Leute. So, du hilfst denen. Meine Güte, was für eine gute Zusammenarbeit von diesen Kollegen hier. Meine Güte. Mein lieber Scholli, mein lieber Johann. So. Evakuieren Sie alle Verletzten. So, jetzt gehen Sie parallel Richtung RTW. Öffnen gleichzeitig die Türen und schwupp weg sind die Verletzten.
Und dann würde ich mal sagen, der steigt mal hier ein. Der steigt mal hier an. Machen wir mal ein bisschen Abwechslung. Dann können die sich untereinander austauschen, über aktuelle Sachen sprechen, plaudern, wie auch immer. Ah ne, so geht es nicht. Ja, Ziel ist unzugänglich. Ja, so, du kannst schon mal abziehen. Und du auch. Jetzt fahrt doch nicht wieder durcheinander. Seid ihr denn eigentlich des Wahnsinns? So. Dann schauen wir dir noch beim Abfahren zu. 20 Sekunden haben wir noch. Da ist der erste weg. Und da ist auch schon der zweite weg. Wunderbar, so haben wir es geschafft. Ja, 500 Euro mal wieder für nichts, für Scheiße ausgegeben. Naja. So. Die Arbeiter trugen Helme und Kinnriemen, wodurch ihre Köpfe... Jetzt hätte ich es fast gesagt, Entschuldigung. Köcke. Das wäre der Witz gewesen, der flacheste Witz, den es überhaupt gibt in der ganzen... Keine Ahnung was Geschichte, in der Witzgeschichte. Kopf, Kock, ne? Klingt ja fast gleich, ha! Nur blöderweise bedeutet Cock im Englischen, ne? Ja, lassen wir das mal lieber. Ich denke, ihr werdet wissen, was ich meine. Aber egal, lassen wir das mal mit Cock und... Naja, wodurch ihre Köpfe beim Aufprall etwas geschützt waren. Dennoch erlitten sie schwere Verletzungen und Brüche, besonders im Schulter- und Brustbereich. Beide konnten die Intensivstation jedoch bereits verlassen. Die Ehefrau einer der Arbeiter würde ihren Sanitätern gerne für deren exzellente Arbeit danken. Ja, kann sie gerne machen. Kann mal vorbeikommen und, ne, und dann als Huhn unter Hähnen kann sie mal irgendwie, keine Ahnung, was machen. Ein Ei legen, ha. Nee, vielleicht einen Kuchen backen oder sowas. Das wäre doch mal ganz schön. Jetzt gehen die wieder alle in ihre Arbeit. Jetzt guck ich mal, wie sieht's denn bei denen aus? 65, ja. Solange die Moral dabei nicht drauf geht. Aber das ist doch gut, also wenn man die dazu zwingt, die ganze Zeit hier zu arbeiten. Meine Güte. Was für eine Geräuschkulisse, was für eine Geräuschkulisse. So. Denke ich, ich weiß nicht. Vielleicht soll ich diesmal sogar zwei Einsätze pro Folge annehmen. Das wäre doch mal was. Alarmleuchte. Aber wie gesagt, ich vermisse immer noch irgendwie die Pin-Ups hier, dass man die sich kaufen kann. Schade, schade, schade. Naja. Oder vielleicht können wir ja auch mal ein neues Fahrzeug holen. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Ja, dann beschäftige ich mich mal lieber mit sowas. Der Schlauchwagen dient dazu, verschiedene Feuerwehrschläuche zu transportieren, wenn die Brandstelle weit von dem Hydranten entfernt ist und die Feuerwehrleute zusätzliche Wasserquellen benötigen. Zu diesem Zweck transportiert dieses Fahrzeug insgesamt 2 Kilometer Schläuche. Durch seine zusätzliche Versorgung und Angriffsschläuche ist der Schlauchwagen besonders für große Brände geeignet. Ja. Den haben wir doch schon. Ich überlege gerade, so ein HLF ist eigentlich immer gut. Ich weiß nicht, ob wir so einen Schlauchwagen gebrauchen, aber welchen Streifen? Ah, man kann hier sogar noch stylisch aufrüsten. Das Blaue finde ich ganz stylisch, aber ich weiß nicht. Das sieht eher nach Spedition Winkelmeier aus oder so. Obwohl doch, das geht. Ich denke mal, ich kaufe das einfach mal. Hat 2 und Löschtank, kein Löschtank. Nee, dann hole ich lieber noch einen, aber der ist... Dann hole ich lieber davon einen. Natürlich dann auch mit den stylischen Sachen, weil der hat, glaube ich, mehr einfach. Guck. Hör mal, was ist das denn? Der hat nur einen mehr davon und. Was ist das? In so einen Wagen, da passt doch mehr rein. Leute, das könnt ihr mir doch nicht sagen hier. Das kann doch nicht sein. Das ist noch nicht deren Ernst. So, dann kaufe ich mir jetzt einfach davon einen. Scheiße. Nein. Habe ich den jetzt zweimal gekauft? Nein! Fehlkauf! Fehlkauf! Hallo, Fehlkauf! Wollte ich nicht! Ja gut, jetzt haben wir 2.
Schön. Können wir den ja verkaufen. Das war jetzt wirklich blöd. Ich dachte, da käme noch irgendwie eine Meldung, sie haben gekauft, so und so, bla 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 oder sowas, ne? Aber nein, wie früh haben wir eigentlich? Mhm, 13:30 gleich. Ne. Boah. Ja, wunderbar, wunderbar läuft das hier. Weiß nicht, soll ich, oder was kann man denn noch jetzt, noch einen Schlauchwagen? Ne, das wäre ein bisschen viel, aber ich glaube, ich muss noch Feuerwehrleute holen. So, da gucken wir mal, was die so Gehalt, meine Güte. Ja, ja, ne, der Werner Hirschhoff. Robert Mühl? Jürgen Vogler. Den Jürgen Vogler. Den finde ich sympathisch und hat er nicht sogar. Ne, die haben alle das gleiche Gehalt, glaube ich. Ne, der hat weniger. Der ist Brandmeister? Der ist Oberbrandmeister. Ach, okay, da ist der Unterschied. Was hat der denn so? Dieser Charakter neigt dazu, Dinge auf die lange Bank zu schieben, okay? Sozial. Dieser Charakter ist jedermanns Freund, ob man es nun will oder nicht. Den finde ich ganz gut. Ich glaube, den stelle ich jetzt einfach mal ein. Den Kaspar Lorenz, ne? Auch wieder so ein Name, der in der Geschichte auftauchen müsste eigentlich. Was ist das für einer? Okay, der Marc Schumann. Hm, naja, was ist das? Hallo. Achso, fleißig. Ja, okay, ich denke immer bei der Spinne an irgendwas anderes. Wichtig tourisch. Ja. Und Sportler. Ja, doch, den. In seiner Kindheit war Marc in einen Autounfall verwickelt, so rum. In dem seine Schwester und er selbst fast ums Leben kamen. Irgendwie schaffte er es, seine Schwester aus dem brennenden Wrack zu ziehen und damit ihr Leben zu retten. Seitdem wollte er immer der größte Feuerwehrmann der Welt werden. Ja, komm, können wir immer gebrauchen. So, dann haben wir nämlich schon mal eine Crew hier zusammengestellt. Also, da zieht, glaube ich, schon einiges, das Angehalt, aber naja. Ich würde mal sagen, dann stellen wir auch noch einen Oberbrandmeister ein. Was ist das denn für einer? Ernst. Ja, doch, das ist gut. Vorsichtig, ja. Erst denken, dann handeln, ja. Und dann Stratege einstellen. Komm, jetzt sind wir mal zur Not, können wir die alle noch feuern. Oberbrandmeister. Ordentlich, ja. Ah, der Werner Hirschhoff, den stellen wir auch noch ein. So, da haben wir nämlich für alles vorgesorgt. Dann 3 HLFs haben wir dann. Und ein RTW, das ist doch gut. Also wir sind bestens ausgestattet eigentlich, würde ich sagen. Aber das ist echt lustig, dass es ein Fehlkauf war. Naja. So. Ja, an dieser Stelle würde ich dann sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge.